Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einer neuen Teestunde. In der Teestunde bespreche ich immer Themen aus meinem aktuellen Leben. Dinge, die mich gerade ganz persönlich beschäftigen, mit denen ich mich halt so umtreibe. Und normalerweise habe ich einen Tee oder etwas Ähnliches da. Ich trinke gerade zu wenig, deswegen muss es das sein. Nehmt euch was zu trinken. Die Teestunden gehen für gewöhnlich immer etwas länger. Ich habe mir hier wieder in meiner Notizen-App aufgeschrieben, über was ich alles sprechen möchte. Und ach, es ist so einiges. Und wir starten mit meinem ersten Themenpunkt. Mann oder Bär? Ich denke, die meisten werden diese Online-Diskussion mitbekommen haben. Wenn nicht, für den greife ich das einfach nochmal auf. Und zwar ging es quasi um den Gedanken, den Frauen sich stellen, möchte ich allein im Wald eher einem Bären begegnen oder einem Mann begegnen? Und die meisten Frauen entscheiden sich für den Bären. Ich habe noch von keiner Frau gesehen, dass sie sich für den Mann entscheidet und bin auch der festen Überzeugung, dass wenn sich eine Frau in diesem Gedankengang für den Mann entscheidet, sie das Konzept der Frage nicht verstanden hat und nicht ernsthaft darüber nachgedacht hat. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, würdet ihr euch für den Bären oder den Mann entscheiden? Ich würde mich natürlich für den Bären entscheiden. Warum ist, glaube ich, relativ klar. Der Bär will dich im schlimmsten Fall einfach nur töten. Kurz und schmerzlos. Schmerzlos nicht, aber das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass der Bär dich tötet. Der Mann könnte dich erniedrigen, könnte seine Freunde dazu holen, könnte dich vergewaltigen, könnte dich foltern und könnte dich dann, wenn du Glück hast, eventuell noch töten. Wir verstehen alle, worauf das hinausläuft. Und es gab unglaublich viele Videos auf diesen, ich nenne es mal Trend, wo Frauen sich dazu geäußert haben. Natürlich vorrangig Männer, die das Ganze nicht verstanden haben. Und aber auch einfach, ich nenne es mal feministische Aktivisten, Aktivistinnen, die sich ja mit der Thematik auseinandergesetzt haben und das auch mal erklärt haben für all die, die es nicht so ganz verstanden haben. Fand ich aber wichtig und richtig und ich finde es immer noch wichtig, dass wir sowas in den Mainstream holen. Das fand ich gut in dem Zusammenhang. Ein Konzert von Chiago. Wird er so ausgesprochen? Weiß ich nicht. Ich höre den nicht. Ist jetzt, ich bin nicht seine Zielgruppe, glaube ich. Aber der hat quasi, ob es jetzt vor oder während einem Konzert von sich war, weiß ich nicht, gesagt, hey Leute, das hier ist ein Safe Space. Auch für alle Frauen. Hier wird keine Frau irgendwie angegrapscht, angegraben, angefasst, ohne dass sie nicht eindeutig gesagt hat, dass sie das möchte. Und wenn ihr seht, dass hier ein anderer Dude sich so verhält, dann werdet ihr bitte aktiv. Und genau das ist es, was wir nicht nur auf diesem Konzert, sondern in unserer ganzen Gesellschaft brauchen. Es ist vielleicht nicht dieser eine Mann, sondern dieser eine Mann kennt mindestens 10, die so sind. Und entweder hat er es tatsächlich noch nicht mitbekommen oder hat immer weggeguckt. Und die Männer, die weggucken, sind das eigentlich. Also nee, die Täter sind das Problem, aber die Männer, die weggucken, sind auch ein riesengroßes Problem, weil die eben nicht sagen, hey, Entschuldigung, lass das mal, so springt man mit Frauen nicht um. Und auch ich hatte letztes Wochenende wieder so einen extrem unangenehmen alten weißen Mann, wo auch nur Frauen was gegen ihn gesagt haben. Und natürlich waren diese Frauen dann prüde und langweilig und seine Frau weiß, wie er ist. Was denn ekelhaft? Und keiner der Männer ist da eingestiegen. Und das muss sich endlich verändern, dass die Männer aktiv werden, nicht die Frauen, die schon Opfer sind und sich wehren. Und dass er dann immer noch sowieso ausgelegt wird als was total Falsches, sondern die Männer müssen endlich mal aufstehen. Mann, also das ist auch was, was mich zu Tode nervt, dass wir da seit Jahrzehnten um ein und dieselbe Sache reden und sich nichts verändert. Männer immer nur, ich aber nicht. Wenn du aber nichts dagegen tust, dann auch du. So. Zweites Thema. Ich springe auch zwischen den Themen, aber so ist es hier. Aber schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr von dieser Mann-Bär-Diskussion haltet und wo ihr euch einordnen würdet. Und überhaupt,
Ich weiß, Feminismus ist immer ein sehr kritisch beäugtes Thema, aber ganz ehrlich, jede Frau, die sich selbst was wert ist, sollte dafür aufstehen. Aus den letzten Teestunden wisst ihr, dass bei mir immer ziemlich viel los ist. Auch belastendes los ist, ohne dass ich das jetzt immer explizit erwähne und sage, was ganz konkret ist. Und bei mir kommt es eigentlich gar nicht immer so an, dass das nicht normal ist. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit meiner Freundin. Wir telefonieren alle 2 Wochen so eine Stunde. Und am Ende des Gesprächs, und ich habe so nur ganz kurz umrissen, wie gerade der aktuelle Stand ist. Und wir beenden das Gespräch und sie sagt so: Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, was ich dir wünschen soll. Das ist ja so viel, was da gerade wieder los ist. Also diese Sprachlosigkeit, was sie mir jetzt mitgeben soll für die nächste Zeit. Und da erst habe ich verstanden, okay, das ist also wirklich viel, weil man ist ja immer so, man redet es ja immer klein. Ach, so schlimm ist es nicht und die anderen haben auch alle ihre Probleme und verurteilt dich dann im Gegenzug noch dafür, wenn man sich aktuell stark abgrenzt. Dazu komme ich gleich im nächsten Themenpunkt. Und das habe ich aber gebraucht, um bei mir zu verstehen und mir auch zu erlauben zu sagen, ja, okay, das ist viel. Und dann darf ich das, 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 das und das. Dann darf ich nämlich gerade nicht so viel Arbeitsdinge schaffen. Dann darf ich gerade nicht so viel auf Social Media unterwegs sein. Dann darf ich gerade Bridgerton binge-watchen. Dann darf ich gerade mich sehr, 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 sehr stark von anderen Menschen abgrenzen. Darf ich, weil das echt viel ist. Und ich brauchte, dass mir jemand im Außen das sagt, dass das echt viel ist. Dieses, dass man als Frau das nie sieht, was man so krass leistet. Und darin schließen sich, glaube ich, jetzt genau 2 andere Themenpunkte an, die jetzt außergewöhnlicherweise sogar da thematisch so ein bisschen gut reinpassen. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich mich gerade sehr stark abgrenze. Und das habe ich früher nie gemacht. Wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht gemacht. Und das war jetzt so ein schleichender Prozess. Und ich habe das gar nicht bewusst gemacht. Und das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, ich bin da sehr weit gekommen. Wenn ich das nicht mehr bewusst darüber nachdenken muss, mache ich das jetzt, sondern es einfach gemacht habe. Und trotzdem hat man da natürlich noch Gedanken in sich von, das darfst du nicht. Das ist nicht gut. Ich mache das mal ein bisschen konkreter. Ich habe gerade schon erzählt, dass da gerade wahnsinnig viel los ist und ich gerade mit wahnsinnig viel zu tun habe. Und vielleicht kennt ihr das, wenn dann vorrangig eher Bekannte, gar nicht so enge Freunde, damit hätte ich da nicht so ein Problem, sondern Bekannte, ne? Die sich so einmal im Vierteljahr melden und dann merkst du schon aus dem, wie es geschrieben oder gesprochen ist, die haben da gerade ein Thema und die wollen mit dir darüber sprechen. Und dann habe ich gesagt, nö. Nö. Und das habe ich gerade bei 2 Personen sozusagen. Ich mag das sowieso schon nicht, dieses ich melde mich nur, wenn ich ein Problem habe und mit dir darüber reden möchte. Ist, glaube ich, verständlich. Aber früher wäre ich trotzdem da gewesen und hätte mir das angehört, weil ich früher noch davon gelebt habe, gebraucht zu werden von anderen Menschen. Und daraus Anerkennung zu ziehen, was auch immer. Und jetzt ist aber so, ich habe so viel eigenen Krempel, ich kann gar nicht und ich will gar nicht mich mit deinem Zeug beschäftigen. Und in meinem Kopf war aber dieses, oh, das geht doch nicht. Wer bist du denn, das zu sagen? Du musst doch für andere auch da sein. Das macht man doch so. Und das muss ich immer wieder in meinem, auch immer noch. Nein, ich bin nicht der einzige Mensch für diese Personen, mit dem sie darüber reden können, mit dem sie das lösen können, bin ich nicht. Gibt es auch noch andere. Und ich habe gerade genug eigenen persönlichen Kram. Ich kann mir das der anderen Leute gerade nicht aufs Tablett holen. Ich will es einfach nicht. Wirklich dieses, ich will es nicht. Und ich tue es auch einfach nicht. Und das ist dieses Abgrenzen, was ich meine. Wäre ich im Traum nie drauf gekommen, weil du halt impliziert hast, dieses, das macht man nicht. Wenn jemand mit dir über seine Probleme reden will, dann hörst du dir das an. Nie.
kann ich gerade nicht, will ich mir gerade wirklich, in mir sträubt sich alles dagegen, ich will gerade einfach nicht, also tue ich es auch nicht. Und es ist schwer, das zu sagen, weil man will ja kein schlechter Mensch sein, aber es ist so wichtig für einen selber und es ist immer noch. Klar ist das jetzt doof für die anderen Personen, aber ich bin immer noch der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und wenn ich gerade sage, ich kann das gerade nicht auch noch tragen, ich will es mir einfach nicht anhören. Punkt. Punkt. Und dieses Punktsetzen ist manchmal nicht so einfach, weil der Kopf, der innere Kritiker, da immer noch mal eine Meinung dazu hat. Aber ich ziehe es durch, bin ich auch sehr stolz darauf gerade. Und was noch so mit dem so einhergeht, mit diesem, wie wir auch so konditioniert sind. Eine Freundin von mir hat es auch. Und ich glaube, uns wurde das vor 4-5 Jahren so bewusst, dass wir das haben. Vielleicht war es auch vorher nicht so schlimm. Wir nennen das Sommermüdigkeit. Also andere Menschen haben ja so eine Frühlingsmüdigkeit oder eine Winterdepression oder was auch immer. So was habe ich nicht. Ich habe eine Sommermüdigkeit. Und vielleicht kann der ein oder andere sich damit identifizieren. Ich bin im Sommer nicht so leistungsfähig. Ich kann mich unglaublich schlecht konzentrieren. Bei meiner Freundin eben auch so. Wir vermuten, dass es viel mit der Hitze zu tun hat, dass wir einfach Hitze nicht so gut vertragen. Bei mir kommt ja noch dazu, dass ich Allergikerin bin. Das heißt, mein Körper auch viel zu verarbeiten hat mit den ganzen Pollen, die auf ihn einströmen. Gerade der Anfang, den Anfang finde ich immer schwer, wenn die Allergie so losgeht, wenn diese Heuschnupfensaison so losgeht. Dann irgendwann pendelt sich der Körper so ein bisschen darauf ein. Und auch die Allergiemedikamente machen ja müde, es kommt ja auch noch alles hinzu. Aber wie gesagt, so dieses ganze viel Wärme, Hitze, das da bin ich einfach nicht leistungsfähig und kann mich nicht so gut konzentrieren. Und am Anfang, als wir das mit meiner Freundin festgestellt hatten, die ersten Jahre hatten wir echt Probleme damit fein zu sein. Ne, und haben uns immer wieder gegenseitig daran erinnert, das ist so. Wir können nicht. Und es ist voll okay zu sagen, ich kann nicht. Ich kann nicht. Da ist nichts Schlimmes dran, aber wir sind eben so konditioniert, dass wir müssen. Immer. Dass wir können müssen. Aber, ne, und das ist auch dieses, was ich nach meinem Burnout gelernt habe. Ich bin nicht mehr so leistungsfähig wie andere, die nicht erkrankt sind. Ich kann nicht. Und damit muss man erst mal leben lernen. Weil eben dieser innere Kritiker immer ist von du musst leisten, du musst machen, du musst etwas tun. Und jetzt gerade, ich hatte vor ein paar Tagen diesen allerersten Tag dieser Sommermüdigkeit, wo ich sage, ich kann nicht. Oh, ich kann einfach nicht. Und da wieder dieser Dialog mit dem inneren Kritiker so schlimm war, weil der gesagt hat, du musst, Entschuldigung, das ist doch keine Ausrede, dann reiß dich halt mal am Riemen, Arschbacken zusammenkneifen und weitermachen. Von nichts kommt nichts. Wir müssen doch was leisten. Und dann zu sehen, ja, ich habe doch aber heute auch schon viel geleistet. Ich habe mein Kind betreut, ich habe die Wohnung gewischt, ich war einkaufen, ich habe den Geschirrspüler ausgeräumt, ich habe Wäsche gewaschen. Das sind ja alles Dinge, die wir leisten, aber das ist so... Das scheint so nichtig zu sein. Dabei ist es das ja nicht. Deswegen empfehle ich euch ja immer, euch immer wieder vor Augen zu halten, was ihr den ganzen Tag über so leistet, was ihr alles so gemacht habt, weil das krass ist. Und dann zu sagen, okay, ich habe dieses eine To-Do, es ging um ein To-Do, was ich an dem Tag nicht gemacht habe, weil ich mich einfach nicht konzentrieren konnte, das dann auch mal in Relation zu setzen. Aber auch damit habe ich immer noch zu strugglen. Aber ich bin mit meiner Freundin schon relativ fein. Wir wissen wieder, jetzt geht es bald wieder los. Und dann haben wir uns beide gesagt, okay, da kann man sich darauf einstellen. Und dann, also früher noch, habe ich dann zum Beispiel für die Sommerzeit nicht so viele Coaching-Klienten reingenommen. Ich habe keine neuen Kurse veröffentlicht, keine Challenges gemacht, mir einfach weniger To-Dos gesetzt. Und jetzt ist es so, ich habe ja zwei Projekte am Laufen, wo ich sage, was jetzt nicht wird, es wird nicht. Ich habe keine Deadline für diese Projekte. Die sind fertig, wenn sie fertig sind. Und was jetzt nicht wird, wird nicht. Und trotzdem ist es ein täglicher, beständiger Dialog mit mir selbst, mir auch selbst immer wieder zu erlauben, dass das in Ordnung ist. Also wenn ihr jetzt aus meiner Erklärung für euch sagt, ja, Sommermüdigkeit, das habe ich auch, ist fein, macht weniger, verurteilt euch nicht deswegen, habt euch lieb und sagt, ja, ist jetzt so, ich kann jetzt nicht so. Und das ist überhaupt nicht schlimm, das ist völlig in Ordnung. So, jetzt habe ich noch zwei Themen, über die ich mit euch sprechen möchte. Das letzte Thema hebe ich mir zum Schluss auf.
Über das vorletzte Thema wollte ich unbedingt mit euch reden. Es geht um die Bewertung anderer unserer Körper. Also andere bewerten unseren Körper, bewerten, was wir anziehen, wie wir uns die Haare schneiden, wie viele Tattoos wir haben. Und kommentier doch gerne mal, ob dir das schon mal passiert ist. Ich wette, jeder, der dieses Video sieht, kann sich an mindestens eine Situation erinnern, die ihm im Gedächtnis geblieben ist, weil dann war es richtig eklig und schlimm, wo jemand anderes dich negativ bewertet hat. Wo jemand gesagt hat, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht tragen, schneid deine Haare nicht so, die Farbe steht dir nicht. Bei deiner Körperform sollte man das nicht anziehen. Oder so Sachen wie, willst du das wirklich noch essen? Oder du musst mal ein bisschen mehr essen. Also je nachdem, wie deine Körperform ist. Das passiert ständig. Also wir haben zum Beispiel in unserem Haushalt, in unserer Familie hier die Regel, niemand kommentiert den Körper des anderen. Auf keine Art und Weise. Mir muss nicht gefallen, was meine Tochter trägt. Es muss nur ihr gefallen. Mein Sohn kommentiert nicht das Essverhalten meiner Tochter. Irgend sowas, ne? Dass die Körperformen und alles, was damit zusammenhängt, Klamotten, Essverhalten etc., wird nicht hier in diesem Haushalt bewertet. Da gibt's Du, das wird einfach nicht gemacht. Dann sage ich nur den einen Satz, wir bewerten die Körper der anderen hier nicht. Und dann ist gut. Weil die werden schon seit der ersten Klasse werden, oder vorrangig von meiner Tochter, wird der Körper meiner Tochter bewertet. Von Lehrern, von Erziehern in der Nachmittagsbetreuung, von anderen Kindern. Jungen und Mädchen. Seit der ersten Klasse. Und es nervt so. Und du hast zu Hause dann diese Arbeit immer wieder darüber mit ihr zu sprechen, dass niemand irgendwas zu ihrem Körper, zu ihrer Kleidung zu sagen hat. Dass nur wichtig ist, wie sie über sich und ihren Körper denkt. Und auch das positiv zu bestärken. Und ich hatte jetzt, wir müssen das nochmal festhalten, ich bin 34. Ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen. Das heißt, ich lebe seit 16 Jahren. Seit 16 Jahren nicht mehr zu Hause. Ich bin 34. Ich habe 2 Kinder. Ich bin das, was man allgemein als erwachsen bezeichnet. Und ich hatte mehrere Diskussionen über ein Outfit, was ich zu einer Familienfeier tragen wollte. Dass man das nicht trägt. Dass das dafür nicht geht. Dass ich das mit meinem Körper nicht tragen sollte. Ich sollte doch lieber, wir gehen einkaufen. So einen langen Rock und so eine flatterige Bluse. Ich möchte nichts Flatteriges. Mein Körper braucht nichts Flatteriges. Und das aber immer mit emotionalem Druck. Jetzt machst du mich aber traurig. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Damit hatte ich echt zu tun, die letzten Wochen, weil ich habe das Outfit getragen. Natürlich. So auf die Spitze getrieben, weil, aber Turnschuhe nicht. Selbstverständlich hatte ich Turnschuhe an. Wie, du willst dir die Haare nochmal schneiden? Nochmal so kurz? Selbstverständlich. Also so weit bin ich dann mittlerweile. Aber es war trotzdem am Anfang immer nochmal, weil da werden ja Anteile in dir getriggert. Innere Kindanteile werden von dir mit dieser Thematik nochmal getriggert, nämlich die inneren Kinder, die das früher in ihrer Kindheit genau so erlebt haben. Jetzt machst du mich aber traurig, jetzt bin ich aber enttäuscht, das trägst du nicht, das trägst du nicht. Die immer gesagt haben, ja und Amen zu allem, was ihnen übergestülpt wurde, auch wenn sie die Klamotten überhaupt nicht leiden konnten. Deren Körper von Anfang an bewertet wurden und auf Diät gesetzt wurden und so weiter und so fort. Aber wenn man das als Erwachsener Mensch, ich wollte jetzt geheilter Mensch, aber ich bin nicht geheilt, aber ich befinde mich in der Heilung. So sieht, versteht man, warum man heute so ist, wie man ist. Warum mein Körper die Probleme hat, die er hat, wenn das quasi der Alltag, der Umgangston in der Kindheit war. Und wenn man mit 34 immer noch dein Körper bewertet wird. Und mein Körper wurde schon immer bewertet. Mein Körper wurde innerhalb
meiner eigenen Familie bewertet. Mein Körper wurde in der Schule bewertet, weil ich als junges Mädchen schnell einen weiblichen Körperbau, einen sehr, sehr weiblichen Körperbau hatte, der sich stark von denen der anderen Mädchen unterschieden hat. Und dann bekommst du negative Stimmen der anderen Mädchen, logischerweise. Und die Jungs reduzieren dich nur darauf. Ich kann mich so genau an eine Szene erinnern. Also über meine Brüste wurde ständig geredet, logisch. Da kam mal ein Junge zu mir nach Hause. Und er hatte einen mir fremden Jungen im Schlepptau. Und er bat mich, mich mal kurz umzudrehen. Und ich, naiv wie ich war, habe ich das nicht gecheckt. Und dann haben die sich, also dieser Junge, den ich kannte, und dieser mir fremde Junge, und ich weiß nicht, wie alt wir waren, 12, 13, sich über meinen Hintern unterhalten. Die sind zu mir nach Hause gekommen, um meinen Hintern zu betrachten und zu bewerten und sich darüber zu unterhalten. Ich weiß noch, ich bin einmal, da war ich aber schon älter. Ich denke 15, also schon älter, ein bisschen älter, bin ich mal so richtig in der Schule ausgerastet. Und ich bin sonst nicht der Typ für, das war das einzige Mal. Ich saß da auf einem Stuhl, manche Szenen kann man sich noch so genau erinnern, ne? Und ich bin von diesem Stuhl aufgesprungen, filmreif, den so nach hinten geschoben, und habe gesagt, ich bin kein Tier im Zoo, und bin davon gestürmt, weil ich mich ganz oft so gefühlt habe. Und das ging natürlich immer so weiter, ne? Selbst in meiner Ehe wurde mein Körper permanent bewertet. Am Anfang war es, du musst mal ein bisschen mehr Ausschnitt tragen. Also meine Freunde finden auch, du sollst ein bisschen mehr Ausschnitt tragen. Dann wurde es ja mit dem ersten Kind, wurden die Brüste noch voller, gerade auch in den ersten Monaten mit Baby. Also ja, meine Sportskollegen, die finden das ja wahnsinnig toll. Die konnten in dem Bild, er hat quasi ein Bild von mir und seinem Baby mitgenommen. Die konnten ja auf dem Bild auf gar nichts anderes gucken. Das Baby, das haben die ja gar nicht wahrgenommen. Können wir damit aufhören? Das ist so schlimm für den Menschen, über den man da spricht. Und selbst Frauen, die noch denken, dass das toll ist und dass sie dadurch ja Aufmerksamkeit und Wertschätzung bekommen, das ist ja nur eine Illusion, stimmt ja alles nicht. Auch die leiden darunter. Nämlich bis zu dem Zeitpunkt, wo sie endlich verstehen, dass das Bullshit ist. Also es ist ja dieses auch Pick-me-Girl-Syndrom, ne? Oh, und ich bin da schon weit gekommen. Aber ich hatte dann auch später quasi noch in den letzten Jahren so in dieser Dating-Phase natürlich mit meinem Körper immer wieder Probleme. Ne? Also wo dann, oh, ich weiß noch, einer sagte mal, du bist mir ein bisschen zu viel Frau. Dann bist du mir leider ein bisschen zu wenig Mann. Und so dieses, dass ich mit fast 35 immer noch dabei bin, die Beziehung zu meinem Körper zu heilen, weil andere Menschen das für mich versaut haben. Nochmal kurz. Ich heile jetzt und stecke da Arbeit rein, weil andere Menschen das für mich versaut haben. Und das jetzt vielleicht für euch, deswegen mache ich das mit meinen Kindern anders. Ich stehe nicht vor meinem Spiegel und bewerte meinen Körper. Ich rede mit meinen Kindern auch nicht nur über ihr Äußeres. Also dieses, oh, du siehst heute so schön aus. Oh, du bist so intelligent, du bist so klug, du bist so clever. Du bist so witzig. Und dieses, wir bewerten unsere Körper nicht, weil die werden schon jeden Tag von anderen bewertet. Von anderen Familienmitgliedern, das kannst du jetzt nicht mehr so tragen. Eben von Lehrern, von... Aber wirklich, nee, also so weite Hosen kannst du nicht tragen. Du musst enge Hosen tragen als Mädchen. Oder aber, das betraf jetzt nicht meine Tochter, aber quasi eine Klassenkamerade, nee, bauchfrei, also morgen will ich dich nicht mehr in einem bauchfreien Oberteil sehen. Warum nicht?
Das ist wie mit der Jogginghosendiskussion, aber das Video wird sonst zu lang, wenn ich auf diese Jogginghosendiskussion jetzt auch noch eingehe. Aber wir verstehen alle, wo wir hinwollen, ne? Bitte bewertet nicht die Körper anderer Menschen. Ihr könnt das in eurem Kopf tun, wenn ihr es nicht lassen könnt. Aber auch das solltet ihr irgendwann mit der Zeit sich ausschleichen lassen. Aber niemals akustisch, ne, da schließen wir auch Lästern aus, die Körper anderer Menschen bewerten. Nie, 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 niemals. Ihr wollt das ja für euch auch nicht. Also lassen wir das einfach so prinzipiell generell für alle. Jetzt muss ich noch was trinken. Jetzt habe ich mich in Rage geredet. Ist immer bei der Teestunde so. Es ist immer so. Jetzt habe ich noch ein letztes Thema. Ein schönes Thema. Ein unterhaltsames Thema. Falls ihr meinen Buchkanal verfolgt, habt ihr es schon so ein bisschen mitbekommen. Ich bin im absoluten Bridgerton-Fieber. Wir müssen jetzt noch mal kurz ein paar Minuten über Bridgerton reden. Auch wenn das Video schon wieder sehr, sehr lang ist. Leute. Ich habe schon, also Staffel 1 Bridgerton war die allererste Serie, die ich jemals gebingewatcht habe. Ich habe dieses Binge-Watching immer nicht verstanden, warum das Menschen tun, bis ich Bridgerton Staffel 1 geguckt habe und die komplette Serie an einem Tag durchgezogen habe. Das habe ich dann natürlich auch mit Staffel 2 gemacht. Und Staffel 1 und 2 habe ich dann irgendwann auch nochmal geguckt, weil ja im letzten Jahr keine dritte Staffel rauskam, habe ich Staffel 1 und 2 nochmal geguckt. Und jetzt sind wir bei Staffel 3. Und das ist mein liebstes Couple. Pollen ist mein liebstes Couple. Logischerweise, das ist eine Repräsentation einer Plus-Size-Frau, die begehrt wird von einem sehr gut aussehenden jungen Mann. Hallo? Ja, und ich weiß, dass uns im zweiten Teil der Staffel noch so einige Sachen erwarten, weil die Schauspielerin gesagt hat, dass im zweiten Teil noch eine Szene kommt, für die sie sich entschieden hat, für die sie die Idee hatte, wo sie sehr nackt ist, aber genau das wollte, um all den Leuten den Mittelfinger zu zeigen, die ständig auch ihren Körper bewerten. Und ich finde, noch nie zuvor wurde bei einer Bridgerton-Staffel so viel aufgebauscht im Vorfeld. Was wir in Social Media schon alles zugespielt bekommen haben und eben dieses Momentum kreiert wurde, bis dann eben der erste Teil der dritten Staffel rauskam. Aber das Blöde ist ja, die Staffel hat 8 Folgen. Wir haben jetzt 4 Folgen bekommen, müssen 4 Wochen warten, um dann die nächsten 4 Folgen gucken zu können. Marketingmäßig macht das total Sinn und es ist ein richtig cleverer Schachzug. Also 1A, wie das gelaufen ist. Aber es ist natürlich für dich als Zuschauerin qualvoll. Also ich habe das Ganze erschienen letzte Woche Donnerstag. Das ist seit einer Woche draußen. Also seit einer Woche draußen und ich habe natürlich an diesem Donnerstag, ich hatte keine Zeit dafür. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe keine Zeit dafür, ich kann das erst Sonntag machen. Und natürlich habe ich an dem Donnerstag alle diese 4 Folgen geguckt. Natürlich. Und ich war so hyped, ich war so begeistert, es ist absolut meine Lieblingsstaffel. So, und dann hatte ich halt noch 4 Wochen noch. Ich habe eine Freundin, mit der ich mich jeden Tag über Bridgerton unterhalte. Wartet. Nee, das will ich nicht. Na? Sagt alles. So. Ich habe es quasi letzte Woche Donnerstag komplett geguckt. Dann habe ich es nochmal in Slow Motion geguckt für die Details. Jetzt gucke ich es gerade nochmal im O-Ton. Und dann sind immer noch 3 Wochen, die vergehen dürfen. Aber Bridgerton nimmt 90% meines Denkens ein. Wirklich. Ich habe die Nacht sogar davon geträumt. Wartet, ich will euch was zeigen. Das sind die Bridgerton-Bücher. Ich hatte mal Teil 1 angefangen als Hörbuch und mochte das nicht. Ist ja jetzt aber wahrscheinlich 3 Jahre her. Kann auch sein, ich mochte es wegen der Sprecherin nicht oder was auch immer. Und Buch 1 ist Staffel 1, Buch 2 ist Staffel 2. Buch 3 ist aber nicht Staffel 3. Ich glaube, Buch 3 wird auch keine komplette Staffel, sondern ist so ein Subplot mal in einer Staffel. Deswegen finde ich das okay für mich, wenn ich das lese. Es geht, wer das nicht weiß, um Benedict im dritten Teil. Um mir einfach die Zeit zu verkürzen und um in diesem Bridgerton-Reich drin zu bleiben.
Und dann Teil 4 ist die aktuelle Staffel. Und da lese ich aber tatsächlich nur bis zur Carriage-Scene, die ich auch schon sehr oft gesehen habe. Wo wir halt aktuell auch in der Staffel sind. Und ich habe schon so hier hinten rausgelesen, dass es ein paar Änderungen gibt zwischen Serie und Buch. Und dann bleibe ich halt so ein bisschen im Bridgerton-Game drin. Aber ich bin wirklich, ich bin todeskrank. Und mein gesamter Instagram-Feed ist nur noch Bridgerton und Taylor Swift. Und Bridgerton bekommst du auch gerade überall. Sei es jetzt Primark oder Kiko. Jeder hat ja gerade eine Bridgerton-Edition. Das ist so krank. Ja, aber ich lebe dafür. Aber ich weiß, dass das kein gesundes Verhalten ist. Das müssen wir auch noch mal kurz einordnen. Wenn man so extrem fixiert auf sowas ist. Ich hatte das allererste Mal bei Heartstopper Staffel 1. Die habe ich auch, glaube ich, dreimal geguckt, im O-Ton geguckt, mir Reactions dazu angeguckt. Ich habe nichts anderes mehr gemacht, die Bücher gelesen. Und jetzt halt wieder bei der dritten Staffel Bridgerton. Das ist nichts Gesundes, weil das ist absolut Flucht vom Alltag. Das ist etwas, was uns positive Gefühle beschert, was irgendwas Schönes ist, was zum Träumen ist und was so überhaupt nicht unserem Alltag entspricht. Hat vielleicht auch was mit Sehnsucht, mit Wünschen zu tun, was auch immer. Deswegen flüchten wir uns da drin. Und es ist kein gesundes Verhalten, weil alles, was dich aus deinem Alltag rauszieht, also wo du dir quasi Ablenkung suchst, ist immer ein schlechtes Verhalten. Sei das jetzt Shoppen, Sex oder eben Bridgerton. Und Bridgerton ist dann aber noch die gesündere Version. Und ich bleibe da jetzt einfach so einen Monat in dieser Bubble. Und dann mache ich wieder was anderes, dann komme ich wieder mit meinem Leben klar. Aber nur mal zur Einordnung, ist kein gesundes Verhalten, aber es gibt Schlimmeres. Kann man mal machen. So. Ich weiß nicht, wie lang es war, aber es war lang. Ich habe aber alle Themen durchgesprochen, über die ich sprechen wollte. Es war wieder sehr bunt, feministisch, albern. Ja, ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt zu allen möglichen Themen, die ich jetzt hier gerade erwähnt habe und freue mich da, mich mit euch drüber austauschen zu können. Auch wenn ihr wieder Themenwünsche für Videos habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Wenn euch diese Teestunde gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt und teilt meine Videos gerne mit anderen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!